Eigentlich wollten wir einen ganz anderen Film über CureVac machen. Einen über das Unternehmen aus Tübingen, das mit einem hochwirksamen Impfstoff die Corona-Pandemie bekämpft. Der Film sollte die Geschichte des internationalen Erfolgs von CureVac erzählen, der schwäbischen Firma, mit der sogar der amerikanische Präsident liebäugelte. Es gab großen Wirbel. Die Bundesregierung fürchtete das Abwandern der Spitzenforscher. Alle hofften sie auf CureVac. Doch dann kam der Schock. Der Impfstoff durchgefallen. Ist CureVac damit endgültig aus dem Rennen? Ich glaube, der Impfstoff wird sich nicht ansetzen lassen. Was jetzt? Wie viele Menschen in Tübingen fragen auch wir uns, wird das noch was mit CureVac? Ja, es ist eine große Enttäuschung, wie das jetzt gelaufen ist mit der geringen Wirksamkeit. Und wir haben alle auf CureVac gehofft und waren stolz auf CureVac. Meine Schulkameradinnen und ich, wir haben gedacht, wir warten drauf, bis CureVac da ist in Tübingen. Und wir hätten uns gerne impfen lassen damit, ja. Aber Wissenschaft, da geht auch mal was schief. Also ich glaube, sie sind auf einem guten Weg, sie sind kurz gestrauchelt, aber sie schaffen das. Ich bin überzeugt, das ist ein Zukunftsunternehmen. Durch diese RNA-Technik wird das ganz andere Perspektiven geben für die Behandlung von Krankheiten. Spart man ein bisschen Geld und habe gedacht, also kaufe ich ein paar CureVac oder CureVac-Aktien und kann was werden oder kann nichts werden. Jetzt ist mal nichts geworden. Was für eine Euphorie! Zunächst, CureVac verspricht einen Impfstoff gegen Corona. Anleger reißen sich um die Aktie, der Börsenkurs klettert in die Höhe. Doch dann Mitte Juni der Absturz. Und jetzt? Das Vertrauen in CureVac ist erschüttert. Ein Desaster. Was sagt der CureVac-Vorstandsvorsitzende dazu? Der Ton läuft schon. Sie hat die Klappe geschlagen. Als Desaster sehen wir das nicht. Sondern wir, ja, im Gegenteil, dass wir sagen, das muss uns anspornen, eben auch noch besser zu werden, weil das Problem noch nicht erledigt ist. Und wir warten jetzt auf die finalen Daten, um zu schauen, wo wirkt denn dieser Impfstoff am allerbesten. Am allerbesten? Es sind 4 Tage vergangen, seit das vorläufige Ergebnis veröffentlicht wurde. Wirksamkeit des Impfstoffs nur 47%. Das wird sich auch später nur noch leicht verbessern. CureVac unter Druck. Wie soll es nun weitergehen? Franz-Werner Haas ist der Vorstandsvorsitzende von CureVac und muss Antworten finden. Als wir die Studie begonnen haben, haben wir natürlich einen Impfstoff, der genau auf diesen ursprünglichen, damals Wuhan genannte Virus, Stamm ausgerichtet. Die Welt hat sich völlig geändert. Wir sehen 29 unterschiedliche Varianten in der Region, wo wir die Studie durchgeführt haben. Und von daher war es natürlich eine sehr große Aufregung, die Daten dann zu sehen, nachdem sie ausgewertet waren, und dann zu sagen, was machen wir damit? Was machen Sie jetzt mit den Daten? Ziel von CureVac ist es, dass die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, den Impfstoff zulässt. Aber ist der Impfstoff noch zu retten? Die Stimmung im Unternehmen, Mitarbeiter sind frustriert. Keiner hat das anscheinend so erwartet. Auch nicht die Biologin Mariola Fotin-Mlecek, die bei CureVac die RNA-Impfstoffentwicklung verantwortet. In der Tat, ja, die letzten Tage waren für uns sehr schwierig. Wir haben viele Gespräche führen müssen mit Presse, mit Investoren, aber vor allem auch mit Mitarbeitern. Es ist so wichtig, dass sie wirklich die Motivation nicht verlieren und dass sie die Ergebnisse, die Zwischenergebnisse, die wir bekommen haben, auch richtig verstehen. Doch wie soll man so ein Ergebnis denn richtig verstehen? Andere RNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna schützen zu über 90% vor einer Corona-Infektion. Der Impfstoff von CureVac erreicht noch nicht mal eine Wirksamkeit von 50%. Man muss bedenken, dass wir auf 2 Kontinenten in 10 unterschiedlichen Ländern sind, wo auch unterschiedliche Varianten kursieren. Und das macht die Sache so schwierig.
Und deswegen haben wir jetzt Diskussion, die vielleicht noch nicht final ist, aber schon jetzt viele Emotionen ausgelöst hat. Ein Ergebnis, von dem die Gesundheit von Menschen, Arbeitsplätze bei CureVac und Gewinne oder Verluste der Investoren abhängen. Alle hatten so große Hoffnungen in CureVac gesetzt. Und heute? Wir fahren nach Berlin. Die Bundesregierung hat ein Interesse daran, dass deutsche Firmen wie CureVac erfolgreich sind und hat 300 Millionen Euro in Aktien des Unternehmens investiert. Wir treffen den Epidemiologen Karl Lauterbach. Sieht er noch eine Chance für den CureVac-Impfstoff? Ich bin selbst sehr skeptisch. Ich glaube, der Impfstoff wird sich nicht ansetzen lassen, weil wir haben derzeit also das Problem, dass wir mit immer gefährlicheren Varianten kämpfen müssen. Daher ist hohe Wirksamkeit das Gebot der Stunde, Wirksamkeit von 90% und mehr. Und das ist eine Größenordnung, die für diesen Impfstoff von CureVac aus meiner Sicht schlicht und ergreifend überhaupt nicht erreichbar zu sein scheint. Es gibt auch andere Impfstoffe, die mit mehreren Varianten kämpfen mussten. Zum Beispiel Johnson & Johnson musste mit also der Beta-Variante, der südafrikanischen Variante kämpfen. Ich glaube daher, dass das Argument des also Herstellers von CureVac hier nicht wirklich zieht. Die besonders gefährliche Variante, die Delta-Variante, hat also, soweit ich weiß, in der Studie, die jetzt ausgewertet wurde, von CureVac nur einen Anteil gehabt von 1%. Als wir Karl Lauterbach treffen, liegen erst die Zwischenergebnisse vor. Später sagt uns CureVac, die Delta-Variante hatte einen Anteil von ca. 3%, also nur unwesentlich höher. Unser nächstes Ziel ist Bonn. Wir wollen eine weitere Meinung zum CureVac-Impfstoff einholen. Müsste man bei aller Kritik berücksichtigen, dass CureVac mit nicht nur einem Virustyp, sondern vielen Varianten kämpfen musste? Das Unternehmen betont und wiederholt das häufig. Hat der Virologe Hendrik Streeck aufgrund der neuen Varianten etwa mit diesem Ergebnis gerechnet? Also ich war überrascht, dass CureVac schlechter abgeschnitten hat als BioNTech, Pfizer und Moderna, weil die Art des Impfstoffes ja im Grunde recht ähnlich ist und auch die Sequenzen, die benutzt wurden, recht ähnlich sind. Dass es so einen deutlichen Unterschied macht, die unterschiedliche Formulierung dabei, das hatte ich nicht erwartet, aber es zeigt uns eben, dass wir da noch sehr viel lernen müssen. Hendrik Streeck und seine Mitarbeiter wollen herausfinden, wie das Coronavirus den Körper schädigt und wie gefährlich die neuen Varianten sind. Ja, wir haben hier auf der Platte Zellen wachsen lassen, die mit SARS-CoV-2 infizierbar sind. Und dann aus dem Blutserum von Probanden, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren, Verdünnungen hergestellt, also verschiedene Konzentrationen davon, auf die Zellen gegeben, eine Weile stehen lassen, sodass das Virus diese Zellen angreifen konnte und zerstören konnte. Das sieht man hier an dieser Blaufärbung. In dem Zellrasen weiße Punkte, die sich da reingefressen haben. Und das sind die Stellen, wo das Virus Zellen zerstört hat. Die beiden Virologen Bianca Schulte und Hendrik Streeck können auf Platten beobachten, dass nicht jede Virusvariante den gleichen Schaden im Körper hinterlässt. Ich glaube nicht, dass es alleine an den Varianten liegt. Natürlich spielt das auch eine Rolle, aber es muss strukturelle Unterschiede geben, die warum der CureVac-Impfstoff weniger gut wirkt. Ein Grund kann die Formulierung sein, es kann der Aufbau der RNA sein, es kann die Dosierung sein. Das sind viele Faktoren, die da reinspielen können, die man aber jetzt nicht aus der Ferne analysieren kann. Es ist eine Erkrankung. Wir ziehen ein erstes Fazit. Die neuen Virusvarianten allein können nicht der Grund für die schlechtere Wirksamkeit des CureVac-Impfstoffs sein. Damit der Impfstoff von CureVac getestet werden kann, muss er produziert werden. Das geschieht bei Partnerfirmen, aber auch in den Gebäuden von CureVac. Rückblick. Es ist Sommer 2020 und die Hoffnungen auf ein Vakzin aus Tübingen sind groß.
nach Identifikation und Definition des jetzigen Impfstoffkandidaten, den wir in der Klinik haben, produzieren wir seit März in jedem Produktionslauf genau diesen Impfstoffkandidaten, weil wir davon ausgehen, auf der einen Seite auf Erfolg planen, dass dieser Impfstoffkandidat sicher, verträglich und auch wirksam ist. Wenn der Impfstoff tatsächlich nicht funktionieren würde, wäre es tatsächlich ein Totalverlust. Das heißt, wir können diesen Impfstoff nicht verwenden und die Investition, die wir dort reingesetzt haben, wäre dann verloren. CureVac hofft daher weiter, dass der Impfstoff noch zugelassen wird. Hat das Unternehmen aus Tübingen falsche Entscheidungen getroffen? Im Juni 2020 wurden Menschen auch in Tübingen gesucht, die den Impfstoff von CureVac im Institut für Tropenmedizin testen wollten. Die Resonanz war überwältigend. Peter Kremsner ist der Studienleiter und er konnte sich vor Freiwilligen kaum retten. 7.000 wollten mitmachen. Knapp 2.000 wurden schließlich ausgewählt und geimpft. Zunächst geht es um die Verträglichkeit des Impfstoffs. Er darf nicht krank machen. Danach muss die Dosis gefunden werden, die gut wirkt und möglichst wenige Nebenwirkungen verursacht. Anfangs impfte der Studienleiter noch alle Probanden selbst. Es stand viel auf dem Spiel. Okay. Bei den Phase-1-Studien versuchen wir vor allem gesunde, in der Regel auch junge Teilnehmer. Die müssen wirklich kerngesund sein. Wir untersuchen sie auch auf Herz und Niere, wie man sagt. Eine der vielen Probanden war die Studentin Lea Leichter. Warum wollte sie mitmachen? Ich möchte eigentlich einfach ein Statement setzen, weil Gott und die Welt gerade von einem Impfstoff redet, der irgendwie uns hilft, die Krise zu überstehen oder der so ein bisschen ein Ende in Sicht ist. Und deswegen wohne ich schon in so einer Unistadt wie Tübingen und habe die Uniklinik direkt vor der Tür. Und das ist einfach die Möglichkeit, ein Teil davon zu sein, von der Entwicklung von dem Impfstoff. Guten Tag. Ich freue mich, dass Sie kommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Als der CureVac-Impfstoff zum ersten Mal Menschen gespritzt wurde, wusste keiner genau, was passiert. Ich hatte Freunde, die waren komplett kontra und haben gesagt, hast du überhaupt kein Risikobewusstsein? Und es gab aber auch welche, die haben gesagt, boah, voll cool, ich würde auch voll gern mitnehmen, aber ich nehme Medikamente oder ich kann nicht oder so. Und meine Eltern waren eigentlich auch sehr unterstützend. Viele Tübinger ließen sich im Sommer 2020 von der Euphorie anstecken. Sie wollten bei der Impfstoffentwicklung mithelfen. So auch Lea Leichter. Sie hatte Zeit, ihre Entscheidung zu überdenken. Aber sie wollte. Eine Woche später war ihr Impftermin. Noch stand nicht fest, wie hoch der Impfstoff von CureVac dosiert sein sollte. Das hing auch davon ab, wie gut verschiedene Dosierungen von den Probanden vertragen wurden. Lea Leichter bekam 8 Mikrogramm. Das war weniger als die 12 Mikrogramm, die später als Dosis für den CureVac-Impfstoff ausgewählt werden sollte. Nach der Impfung wurden alle Teilnehmer beobachtet. Zu ihrer Sicherheit. Der CureVac-Impfstoff darf nicht schaden. CureVac und Tübingen. Das gehört zusammen. Hier beginnt die Geschichte eines Unternehmens, das von der schwäbischen Universitätsstadt aus die Welt verändern will. Mit etwas ganz Neuem, der RNA-Technologie. Es ist eine Geschichte, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. Wir haben uns mit Ingmar Hörr verabredet, der CureVac gegründet und zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Schon damals hatte er eine Vision. Er will mit genetischer Information RNA Krebs heilen und Krankheitserreger bekämpfen. Ingmar Hörr studierte Biologie und war Doktorand an der Universität. Er erforschte die sogenannte Messenger-RNA. Vereinfacht gesagt, ist das eine Kopie von genetischem Material. Als er einen Versuch macht, ist er überrascht, wie gut diese RNA wirken kann. Wenn Sie das zufällig entdeckt haben, und unglaublich, was da passiert, was ging denn da in Ihnen vor? Haben Sie sofort kapiert, was Sie da möglicherweise in der Hand haben, oder haben Sie es erst nicht glauben können? Doch, also nachdem ich das nochmal gemacht habe, den Versuch, weil ich ganz sicher gehen wollte, habe ich schon geglaubt, ja.
Und das war schon so ein heuriger Moment, weil ich sage, das ist ja eine Revolution, was man da in den Händen hat. Ja, man kann die ganze Gentherapie jetzt irgendwo wegtun, man kann das alles mit RNA machen und da sind Horizonte auf. Und ist ganz klar, man kann ja alle Eiweißstoffe der Welt auf so einen RNA-Strang kodieren. Das ist immer das Gleiche. Und das ist ja das Tolle, dass es eigentlich immer das gleiche Medikament ist, molekular gesehen, aber unterschiedliche Wirkungen machen kann. Also von daher war das mir klar, das ist eine Revolution. Und das ist ja jetzt dieser verrückte Moment, so ein kleiner Doktorand an der Universität entdeckt eine Revolution, ja, und keiner nimmt ihn für voll. Das ist natürlich auch so ein Dilemma, in dem man sich da befindet. Das war schon eine harte Zeit für mich auch, ja. Hat Ingmar Hörr die RNA-Technologie tatsächlich als erster in diesen Räumen Mitte der 1990er Jahre entdeckt? Dieser Frage werden wir später noch genauer nachgehen. Zunächst einmal aber dazu, wie es ihm gelingen konnte, aus einer Idee ein Unternehmen zu machen. Ingmar Hörr gründete zusammen mit zwei Kollegen und seinen beiden Doktorvätern im Jahr 2000 CureVac. Die Sache, die ich damals nicht gesehen habe, ist tatsächlich, wie klein ich eigentlich war, ja, und wie ich es trotzdem geschafft habe, das aufzuziehen. Also da muss ich mich selber irgendwo angucken und sagen, wow, wie ist das passiert, ja? Was für Glück hatte ich auch und auch gerade diese Mitstreiter zu finden, also das Händchen auch wirklich zu haben, so Leute wie Dietmar Hopp zu finden, ja, und nicht irgendwo alleingelassen zu sein. Und da habe ich ein riesengroßes Selbstvertrauen. Deswegen habe ich schon so die Meinung, wenn ich irgendwas will, gibt es Wege und Möglichkeiten, das zu schaffen. Und das ist auch so, was ich gerne weitergeben möchte an die nachfolgende Generation. Ja, wenn ihr wirklich durchdrungen seid von was, ja, macht es. Ja. Seid Gründer und folgt eure Vision. Ja. Und selbst wenn ihr eine Bauchlandung und Bruchlandung macht, das macht doch gar nichts. Ja. Steht wieder auf und geht weiter. 2006 stieg SAP-Gründer Dietmar Hopp mit seiner Investmentgesellschaft Diveni bei CureVac ein. Er ist bis heute mit knapp 50% Anteil größter Investor bei CureVac. 2015 gelang es Ingmar Hörr, die Melinda und Bill Gates Foundation für seine Forschung zu begeistern. Auch sie investierten in CureVac. Bill Gates war damals bereits alarmiert. Er befürchtete, ein Virus könnte die Welt bedrohen. Als ich ein Kind war, war das Schlimmste, was wir uns vorstellen konnten, ein nuklearer Krieg. Heute sieht die größte globale Katastrophe nicht so aus, sondern so, wie ein Virus. Wenn irgendetwas in den nächsten Jahrzehnten mehr als 10 Millionen Menschen tötet, dann ist es mit aller Wahrscheinlichkeit ein hochansteckendes Virus und nicht ein Krieg. Neben Gates warnten auch andere Wissenschaftler vor einer Pandemie. Dennoch waren wir 5 Jahre später auf das Coronavirus schlecht vorbereitet. Firmen wie CureVac profitierten plötzlich von der Pandemie und wurden weltweit gefeiert. CureVac ging an die New Yorker Börse und legte einen sensationellen Start hin. Das ist natürlich überraschend viel und ein ganz, ganz großer Erfolg. Die werden also mit großer Freude diese Schlussglocke läuten. Man geht davon aus, dass sie heute alleine 245 Millionen einnehmen, die sie dann für die weitere Forschung verwenden können. Der Ausgabekurs der CureVac-Aktie lag bei 16 US-Dollar. Danach wurde die Aktie auch in Euro gehandelt und kletterte in die Höhe. Sie erreichte Höchstwerte von über 100 Euro. Doch dann kam nach langem Warten das erste Ergebnis der CureVac-Impfstudie und die Aktie stürzte ab. Wie wichtig ist ein Börsengang für eine Firma wie CureVac? Was bedeutet es, dass Aktionäre und Investoren am Unternehmen beteiligt sind? Das wollen wir in Frankfurt herausfinden. Anja Kohl ist Börsenexpertin und hat CureVac schon vor dem Börsengang beobachtet. Der Börsengang war existenziell wichtig für CureVac, weil da hat man das Kapital bekommen, um den Impfstoff weiterzuentwickeln. Und jetzt hat man immer noch keinen. Es war sehr wichtig, Investoren zu haben von der Startphase an, wie Dietmar Hopp, der SAP-Gründer. Aber die Börse hat das Weitere sichergestellt und dann eben auch der deutsche Staat. Und das muss man jetzt in die Zukunft denken. Ohne weiteres Geld, was man brauchen wird bei CureVac, wird es sicherlich nicht gut weitergehen. Und diese Anpassungsfähigkeit an die neuen Varianten wird Geld verschlingen. Und das braucht man. Und die Frage ist, kriegt man so viel noch von Investoren, die jetzt enttäuscht sind? Die Zukunft von CureVac hängt auch davon ab, wie die Europäische Arzneimittelagentur EMA in Amsterdam entscheidet. Wird sie den CureVac-Impfstoff zulassen? Für wen? Für alle oder nur für eine bestimmte Altersgruppe?
Die Hoffnung der Investoren und der Anleger beruht darauf, dass CureVac einen leistungsfähigen Corona-Impfstoff, der gegen Varianten wirkt, herstellen wird. Und dahinter steht jetzt ein großes Fragezeichen, wie diese Zukunft wirklich aussehen wird. Was den deutschen Staat angeht, kann man konstatieren, dass es immer noch die Hoffnung gibt, dass am Ende was Gutes rauskommt. Und der Staat hat sehr günstig die Anteile gekauft. Aber auch diese Beteiligung steht jetzt im Feuer. Und wenn einmal Vertrauen verloren gegangen ist, ist es sehr schwierig, es wieder zurückzugewinnen. Auch Anja Kohl hat erwartet, dass der CureVac-Impfstoff besser wirkt und spätestens im Sommer 2021 verfügbar ist. Das lag auch an der Kommunikation des Unternehmens und seiner Statements in der internationalen Presse. Sogar Donald Trump wurde auf CureVac aufmerksam. Vielen Dank. Wir treffen uns heute mit den größten Pharmazie- und Biotechnologiefirmen der Welt. Er lud auch den damaligen Vorstandsvorsitzenden von CureVac zu diesem Treffen ein. Ich bin Dan Manicella und der Vorstandsvorsitzende von CureVac. Wir sind ein Biotechnologieunternehmen und wir verwenden Messenger-RNA. Wenn diese Messenger-RNA in den Körper gespritzt wird, glauben wir, so gegen Covid-19 impfen zu können. Wir glauben, den Impfstoff gegen Covid-19 sehr, sehr schnell entwickeln zu können. Was genau sehr, sehr schnell hieß, blieb offen. Danach das Gerücht. Donald Trump will CureVac aufkaufen. Ein Aufschrei ging durch Deutschland. Die Bundesregierung reagierte sofort. Ich glaube, die Firma hat vor wenigen Stunden erklärt, dass sie dazu nicht zur Verfügung steht, dass sie nicht möchte, dass die Verfügbarkeit ihres Impfstoffes auf ein einzelnes Land beschränkt bleibt. Das ist eine großartige Entscheidung und eine großartige Position. Wir sorgen dafür, dass die notwendige Hilfe vorhanden ist. Deutschland steht nicht zum Verkauf. Daniel Manicella hatte es geschafft. Im März 2020 hoffte die ganze Welt auf einen Impfstoff aus Tübingen. Dennoch musste er danach das Unternehmen verlassen. Ingmar Hör übernahm wieder das Steuer. Warum? Gab es Meinungsverschiedenheiten? Über einen möglichen Verkauf an die USA? Wir fragen den heutigen Vorstandsvorsitzenden von CureVac. Da spielte nichts mit rein, warum plötzlich Daniel Manicella das Unternehmen verlassen hat. Vom Ergebnis her würde ich sagen nein, weil wir auch kein Angebot bekommen hatten. Und von daher kann ich das nicht bestätigen. Sie haben kein Angebot von den USA bekommen? Nein, nein, das hat mir auch mehrfach bestätigt, dass wir nie ein Angebot bekommen haben. Und von daher kann das auch nicht der Grund gewesen sein. Mehr erfahren auch wir nicht. Der große Wirbel nach der Einladung ins Weiße Haus führt wohl auch dazu, dass CureVac einen Termin in Berlin bekommt. Kurz darauf reist Ingmar Hör nach Berlin, um Vertreter der Bundesregierung für CureVac und seinen Corona-Impfstoff zu begeistern. Am Morgen danach geschieht etwas Schreckliches. Ingmar Hör bricht zusammen. Es war ein Hirnaneurysma, eine Hirnblutung in dem Fall, also irgendwie eine Ader geplatzt und das wurde ich dann bewusstlos und konnte gerade noch mit meiner Assistenz eine SMS schreiben davor und dann ist es passiert und sie hat sich gewundert, warum ich nicht mehr mal melde und hat versucht mich anzurufen, ich bin nicht ans Telefon gegangen, untypisch für mich, weil es kurz vor dem Airport war, also wir haben einen Flug von Berlin zurück gebucht gehabt, da war ich dann nicht und dann hat sie das Hotelpersonal angerufen und haben sie mich gefunden. Eine Hirnblutung ist lebensgefährlich. Nur wer schnell in einer Spezialklinik behandelt wird, hat eine Chance zu überleben. Es ist der 13. März 2020. Ein Rettungswagen bringt Ingmar Hör in die Notaufnahme der Charité. Auf der Intensivstation kämpfen Ärzte und Pflegekräfte um sein Leben. Ich habe alles wieder lernen müssen. Ja, also schlucken, essen, atmen wahrscheinlich auch. Ja, ich war intubiert. Also wirklich eine neue Geburt, muss man sagen, ja, und ein ganz neues Thema. Und natürlich sind Defizite da. Ja, mein Kurzzeitgedächtnis zum Beispiel spielt mir immer noch einen Streich. Aber man kann natürlich sich da auch behelfen, indem man sich viel mehr aufnotiert, wie früher zum Beispiel. Indem man einfach auch weiß, wo Defizite sind und damit umgeht. Ja, und das nimmt auch ab. Also das ist wirklich ein Weg, das ist auch so klar, dass es eine Weile braucht, bis sich das umorganisiert, das Gehirn. Ja. Aber es ist wirklich so, dass ich sage, das gehört zu meinem Leben dazu. Ja, ich war immer ein Kämpfer. Ja, ich habe immer Herausforderungen gehabt, denen ich mich stellen musste und sowas. Ja, und deswegen passt das ja auch. Ja, und damit kann ich auch meinen Frieden machen und muss da jetzt nicht irgendwo das Jahr auch abschreiben, sondern das war ein wichtiges Jahr für mich.
ein Jahr, wo ich wieder zurückgeworfen wurde, aber ein Jahr, das mich auch gestärkt hat, weil ich genau weiß, warum ich lebe. Fast ein Wunder, wie gut Ingmar Hör die Hirnblutung übersteht. Während er sich zurück ins Leben kämpft, laufen die Studien weiter, die die Zulassung eines Impfstoffs aus Tübingen bringen sollen. Im Dezember 2020 war es schließlich soweit. In der Tropenmedizin in Tübingen begann die dritte entscheidende Phase des Impfstofftests. Auch der Koch Jonas Leitmann wollte dazu beitragen, dass der Impfstoff schnell entwickelt wird. Mein Name ist typisch für die dritte Phase? Nur die Hälfte der Probanden bekam den Impfstoff gespritzt, die andere ein Scheinmedikament, ein Placebo. So kann man erkennen, wie gut der Impfstoff im Vergleich zu einem Placebo wirkt. Dann würden wir sie randomisieren. Das ist diese Prozedur, wo sie per Zufallsprinzip entweder Placebo oder den Impfstoff zugewiesen werden. Viele Teilnehmer in Tübingen hofften damals, dass sie den Impfstoff und nicht das Placebo bekommen. Ich hätte natürlich schon gerne den Impfstoff, wäre natürlich schon schön. Okay, ja. Die Versuchspersonen gingen davon aus, dass der CureVac-Impfstoff sie gut schützt. Noch hatten in Deutschland die Impfungen gegen Covid-19 nicht begonnen. Impfstoffe wurden dringend benötigt. Auch der Studienleiter Peter Kremsner war optimistisch, einen hochwirksamen Impfstoff in der Hand zu haben. Wir testen jetzt die Impfstoffe auch bereits an Vorerkrankten. Solche, die zum Beispiel Diabetes haben oder Bluthochdruck oder andere chronische Erkrankungen, außer solche mit Autoimmunerkrankungen und Krebs nehmen wir praktisch alle auf. Der Musiker Dizzy Krisch hat einen zu hohen Blutdruck und nimmt dagegen Medikamente ein. Es ist schon eine Überwindung für mich gewesen, aber ich bin jetzt Gott froh, dass ich da dabei bin und vielleicht ein bisschen dazu beitragen kann, dass dieser Corona-Albtraum bald gemeistert wird. Mittlerweile musste das Institut für Tropenmedizin längst Freiwilligen absagen. So leicht war es sonst nicht, Probanden zu finden. Ein Impfstoff gegen Corona aus Tübingen. Allein der Gedanke machte viele aus der Region stolz. Ich bin optimistisch, dass wir es noch schaffen, Wirksamkeitsdaten zu zeigen mit dem CureVac-Impfstoff. Aber es wird sehr wahrscheinlich der letzte sein, bei dem es noch funktioniert. Alle anderen dahinter werden es nicht mehr schaffen können. Also Sie drücken einmal drauf. Es wird anders kommen. Hatte CureVac zu lange gebraucht, um die dritte Phase der Studie zu starten? Wurde der Impfstoff besonders gründlich getestet oder einfach doch nur zu langsam? Fakt ist, während CureVac seinen Impfstoff in Europa, Latein und Südamerika bei über 40.000 Menschen noch überprüfte, hatte ein Konkurrent aus Rheinland-Pfalz seine Impfstudie bereits mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen. Bereits Ende September 2020 startete die Impfkampagne in Deutschland. Es gab wieder Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Der Impfstoff kam nicht aus Tübingen, sondern aus Mainz. BioNTech setzt wie CureVac auf die RNA-Technologie. Die ganze Welt reißt sich seither um den BioNTech-Impfstoff. Das Unternehmen ist auch an den Börsen weltweit ein sensationeller Erfolg, bisher ohne Absturz. Die Köpfe des Unternehmens hatten einiges anders gemacht. Der Impfstoff verwendet modifizierte, veränderte RNA. CureVac setzt auf unveränderte RNA. Die Dosierung liegt bei 30 Mikrogramm und ist damit deutlich höher als die des noch nicht zugelassenen CureVac-Impfstoffs. Dass der BioNTech-Impfstoff zunächst bei Temperaturen von bis zu minus 80 Grad Celsius gelagert werden musste, tat dem Erfolg keinen Abbruch. Der BioNTech-Impfstoff wird unter dem Namen Comirnaty vermarktet. Hatte das Unternehmen die besseren Berater und Geschäftspartner? BioNTech, ein kleines Unternehmen aus Mainz, hat so gut wie alles richtig gemacht. Man hat den wissenschaftlichen Erfolg geliefert, man hat sich die Investoren besorgt, man hat sich sehr früh Partner gesucht.
starke Partner mit Pfizer in Amerika, der weltgrößte Pharmakonzern. Der konnte kommunizieren mit den US-Behörden, der konnte die Produktion sicherstellen auf einer hohen Skalierung. Da wurde so gut wie alles richtig gemacht und der Erfolg kam dann eben auch noch dazu, der wissenschaftliche, sodass man das schnell an die Leute gekriegt hat. Jetzt redet man über eine Milliardenproduktion für die nächsten Jahre. Es wird der dominierende Impfstoff in Europa und wahrscheinlich nicht nur da. BioNTech ist auf der Erfolgsspur. Wer bekommt den Nobelpreis für Medizin für die RNA-Technologie? Auch dieses Wettrennen hat längst begonnen. Günther Jung ist Chemiker und erinnert sich noch gut an die Zeit, als Ingmar Hoerr sein Doktorand war. Ingmar Hoerr hat zwei Doktorväter, die seine Arbeit über das Impfen mit RNA betreut haben. Er hat CureVac mitbegründet und ist am Unternehmen beteiligt. Ohne Menschen mit Mut zum Risiko und Visionen gibt es keinen Fortschritt. Vielleicht muss man erst mal sagen, dass es damals überhaupt nicht in der Dimension erkennbar war, wie das heute jetzt der Fall ist. Ja, das war damals ein Laborbefund, der, ja, da haben wir natürlich Heureka geschrien und wir haben gesagt, das ist eine ganz tolle Sache und die müssen wir ausbauen, weiterverfolgen, reproduzierbar machen. Aber es war nicht erkennbar, genau zu dem Zeitpunkt, dass es mal eine weltweite Tool wäre oder ein Werkzeug, um diese Pandemie zu bekämpfen. Also das war ganz sicher nicht der Fall. Und doch impft die Welt jetzt mit RNA-Impfstoffen der Konkurrenten BioNTech und Moderna und nicht mit CureVac. Die Leistung vom Ingmar Hoerr, die wird zu wenig herausgestellt, dass er ursächlich war an der Entwicklung auch der Konkurrenzfirmen BioNTech und Moderna zum Beispiel. Die wären nicht so weit, wenn er die Experimente nicht gemacht hätte. Muss man ganz klar sagen. Doch hat Ingmar Hoerr die RNA-Technologie tatsächlich als erster entdeckt und angewendet? Das würde sicher helfen, wenn es um den Nobelpreis geht. Die Presse wird auf Ingmar Hoerr aufmerksam. Er kann so auch über seine Forschungsergebnisse berichten. Persönlich kennengelernt. Sie gelten als Kandidat für den Nobelpreis. Nobelpreis, davon weiß ich nichts, darf ich auch nichts davon wissen. Ja, es wurde schon berichtet, dass Sie nominiert sind. Deshalb habe ich es gewagt, das schon mal zu erwähnen. Ja. Keine Ahnung. Ist Ingmar Hoerr ein Kandidat für den Nobelpreis, weil er die RNA-Technologie als erster entdeckt hat? Wie sind Sie genau darauf gekommen, Herr Dr. Hoerr, ein solches Mittel und eine solche Technologie zu entwickeln? Ja, eigentlich eine schnelle Antwort. Es gibt eigentlich nur drei Biomoleküle auf der Welt. Es ist DNA, also Chromosomenmaterial. Es gibt die Proteine, das ist ganz wichtig. Damit arbeitet dieses Pharmaunternehmen. Und dann gibt es diese Messenger-RNA. Das hat keiner angefasst, weil es einfach instabil ist. Und ich war eigentlich so der Erste, der es angefasst hat und mal irgendwo reingespritzt hat und gesehen hat, es funktioniert. Ja, und das war natürlich dann was Bahnbrechendes. Klappern gehört zum Geschäft. Nur stimmt das wirklich? Wir haben Zweifel bekommen und fahren nach Zürich. Dort treffen wir einen Mann, der CureVac und die RNA-Forschung schon lange kennt und beobachtet. Steve Pascolo. Er ist ein anerkannter Forscher in der RNA-Technologie. Er ist einer der Gründer von CureVac. Und dennoch kommt er in der CureVac-Geschichte nicht mehr vor. Er hat 2006 das Unternehmen verlassen. Ingmar Hoerr sagte, die Technologie hat vor ihm keiner angefasst. Es hat sich keiner daran getraut. Ist Ingmar Hoerr somit der Entdecker der RNA-Technologie? Das ist der erste. Steve Pascolo zeigt uns zwei wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Jahr 1993 und 1995, in denen vom Impfen mit RNA berichtet wird. Und das ist, bevor Ingmar Hoerr mit seinen Arbeiten beginnt. Als Ingmar die Experimente machte, sah er, dass die RNA als Impfstoff auch wirkt, wenn sie nicht in ein Fettkügelchen verpackt ist. Unglücklicherweise entdeckten sie später, dass die Franzosen bereits 1993 mit in Fettkügelchen verpackter RNA so geimpft hatten. Und 1995 haben die Amerikaner eine Studie über das Impfen mit nackter RNA veröffentlicht. Also das war nicht neu, es war neu für sie. Es war bereits publiziert, auch wenn sie das nicht wussten. Waren andere also schneller? Jeder erzählt die Geschichte aus seinem Blickwinkel, doch nur einer kann der Erste sein. Der Erste, der sich 2003 RNA spritzen lässt, ist wohl Steve Pascolo. Und zwar RNA des Glühwürmchens.
Die Technik funktioniert. In seiner Haut wird das Enzym produziert, das Glühwürmchen zum Leuchten bringt. Heute arbeitet Steve Pascolo als Immunologe am Universitätsspital in Zürich und forscht weiter an der RNA. Er hat CureVac verlassen und 2006 seine Anteile am Unternehmen verkauft. Er sagt auf eigenen Wunsch, da er sein Leben der Forschung und nicht einem Wirtschaftsunternehmen widmen wollte. Hat ihm das Ingmar Hör übel genommen? Nachdem ich CureVac verlassen hatte, wollten sie mit mir nicht mehr zusammenarbeiten. Das habe ich bedauert, denn in Zürich entwickelte ich neue Techniken, wie man RNA-Impfstoffe in Lymphknoten spritzen könnte. Ich wollte auf diese Weise die RNA-Impfung verbessern, aber CureVac wollte mich dabei nicht unterstützen, nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. So habe ich dann begonnen, mit BioNTech zusammenzuarbeiten. Das Verhältnis von Steve Pascolo und CureVac scheint mehr als getrübt. Auf dem Rückweg von Zürich wollen wir die Aussagen von Steve Pascolo überprüfen. Und zwar dort, wo Ingmar Hör geforscht hat. An der Morgenstelle an der Universität in Tübingen. Hans-Georg Rammensee ist der zweite Doktorvater von Ingmar Hör. Wer kam überhaupt auf die Idee, hier mit RNA zu arbeiten? Die Idee habe ich reingebracht, aber ist egal. Also die RNA-Vakzinierung wurde zum ersten Mal gemacht von Frédéric Martineau 1993. Also kann man eigentlich nicht sagen, dass Ingmar Hör letztendlich die mRNA-Impfung erfunden hat. Man muss es vielleicht so sagen, er hat es entwickelt. Wir erhalten später eine schriftliche Antwort von Ingmar Hör, in der er auf seine Veröffentlichung aus dem Jahr 2000 hinweist. Er beschreibt, wie er die RNA-Technik erfolgreich eingesetzt hat. Aber weiterentwickelt hat auch BioNTech die Technologie und sogar den ersten RNA-Impfstoff auf den Markt gebracht. Werden die Gründer des Unternehmens deshalb auch beim Nobelpreis die Nase vorn haben? Wir wollten mit Ingmar Hör persönlich über die Rechercheergebnisse sprechen. Doch weitere Interviews kommen nicht zustande. Ein Interview wird abgesagt am Tag, nachdem CureVac die ersten Ergebnisse der Impfstoffstudie veröffentlicht. Auch Hans-Georg Rammensee gehört zu den Gründern von CureVac und hat Anteile am Unternehmen. Was hat er gedacht, als er von den Ergebnissen hörte? Das ist eine persönliche Blamage für mich. Ich habe mich furchtbar aufgeregt. Sie haben gefragt, was meine Reaktion war. Das war meine Reaktion. Im Januar 20 oder Februar haben wir uns, habe ich mal mit verschiedenen Leuten gesprochen, auch mit denen von CureVac. Und da hätte ich einiges anders gemacht. Man hätte vielleicht schneller sein sollen, dann wären nicht so viele Varianten gekommen. Aber das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, auf mich hört da kein Mensch. Meine Ratschläge wurden absolut nicht befolgt. Die Stimmung ist angespannt. Auch in der Tropenmedizin in Tübingen sucht der Studienleiter nach einer Erklärung, warum der CureVac-Impfstoff nicht besser wirkt. Der große Unterschied ist, dass die Konkurrenz von BioNTech oder Moderna die Nukleotide chemisch modifiziert haben und damit wahrscheinlich eine bessere Verträglichkeit hingekriegt haben. Wir konnten nur bis 12 Mikrogramm dosieren. Das war an der Grenze der Verträglichkeit und aus meiner Sicht ist es letztlich die niedrige Dosis, die uns beschränkt hat in der Immunogenität und damit wahrscheinlich in der Wirksamkeit. Doch was wird nun aus dem CureVac-Impfstoff? In dem Augenblick, wo es gut wirksame Impfstoffe gibt, die ähnlich oder gar besser verträglich sind, dann würde ich immer auf die zurückgreifen, wenn es irgendwie möglich ist. Egal, ob das jetzt in Deutschland ist oder in Gabun oder in Tschad. Das heißt, dann hätte der CureVac-Impfstoff keine Chance? Im Vergleich zu einem BioNTech oder moderner Impfstoff, nein. Auch der Vorstandsvorsitzende von CureVac, Franz Werner Haas, hat es gerade nicht leicht. Natürlich sind wir nicht mit zufrieden mit 48%. Was hat er jetzt vor? Nun natürlich, dass wir eine Zulassung bekommen und dann natürlich in der Gruppe, die wir sehen, die am besten von dieser Impfung profitiert. Das sind die 18- bis 60-Jährigen. Und wenn das nicht klappt? Wenn der Impfstoff nicht zugelassen wird, dann kann er natürlich nicht verabreicht werden, dann kann er natürlich auch nicht abgenommen werden, dann wird er natürlich auch nicht bezahlt. Ein Erfolg muss dringend her.
Das Unternehmen baut seit 2017 eine Produktionsanlage in Tübingen, in der Impfstoffe in Zukunft hergestellt werden sollen. CureVac steht unter massivem Druck. Die RNA-Technologie bietet große Chancen. Jetzt geht es für CureVac auch darum, mit anderen Innovationen zu punkten. Gibt es welche? Wir fragen bei der Frau im Unternehmen nach, die für diesen Forschungs- und Entwicklungsbereich verantwortlich ist. Unsere Pipeline in diesem Bereich ist ziemlich breit. Also wir haben selber auch Tollwut-Impfstoff in der Entwicklung. Und momentan ist das leider etwas nach hinten verschoben, weil klar, die ganzen Kapazitäten und der ganze Fokus ist momentan auf Covid-Impfstoff. Aber die Daten waren so ermutigend. Und auch hier, besonders in China, in Indien, ist immer noch ein hoher Bedarf an potente Tollwut-Impfstoff, dass wir auch große Hoffnung haben, auch da, sobald die Kapazitäten da sind, auch die Entwicklung fortzusetzen. CureVac will auch einen Grippeimpfstoff testen, der nicht wie bisher in Eiern hergestellt werden muss. Das Unternehmen plant zusammen mit dem weltgrößten Impfstoffhersteller GlaxoSmithKline eine Studie am Menschen. Bisher wirkt der Grippeimpfstoff häufig nicht so gut, da er Monate im Voraus produziert werden muss. Da sich Grippeviren schnell verändern können, ist das ein Nachteil. Mit der RNA-Technologie könnte man kurzfristig reagieren und so wohl wirksameren Impfstoff herstellen. Wird es mit RNA auch gelingen, gegen Hautkrebs zu impfen? Ein Impfstoff, der dem Körper hilft, gezielt Krebszellen zu zerstören, wäre ein gewaltiger Fortschritt. Also ich halte das schon für wahrscheinlich, dass auch mRNA hier eine gute Lösung bieten kann. Allerdings, das wird definitiv nicht so schnell gehen, dass wir so in 2 Jahren den Impfstoff erwarten können. Aber das Potenzial ist da. Allerdings ist CureVac vor ein paar Jahren mit einem Impfstoff gegen Prostatakrebs gescheitert. Jetzt geht es neben Gründlichkeit auch wieder um Schnelligkeit. Denn BioNTech arbeitet auch an einem Krebsimpfstoff. Großes Potenzial könnte der Impfstoff Drucker haben. Damit soll es überall in der Welt möglich werden, in Krankenhäusern oder Apotheken Impfstoffe herzustellen. Wer die richtige Software hat, könnte dann schnell in jedem Land der Welt RNA-Impfstoffe produzieren. Dafür braucht CureVac jedoch wirksame Impfstoffe, die der Drucker dann auf Befehl herstellen kann. Noch gibt es nur Prototypen. Sollte der Drucker aber funktionieren, könnten so viel schneller Krankheitserreger weltweit bekämpft werden. Unerwartet gerät CureVac erneut in die Schlagzeilen. 4 Top-Manager sollen fast gleichzeitig Aktien für 39 Millionen US-Dollar verkauft haben. Haben sie das Vertrauen in CureVac verloren? Oder war es einfach nur fragwürdiges Timing? Warum haben sich Mitglieder des Vorstands wie Florian von der Mülbe und Mariola Fortin-Mlercek von einem Teil ihrer CureVac-Aktien getrennt? Nach Rücksprache mit CureVac haben wir den Eindruck, sie wollten einfach mal Gewinne mitnehmen. CureVac sagt dazu, unsere Vorstände sind weiterhin vollständig von CureVac und unserer Technologie überzeugt. Wenn der Impfstoff noch zugelassen wird, muss die EU die georderten 225 Millionen Dosen auch abnehmen, sagt das Unternehmen. Die Verträge seien gültig. Das wäre gut für CureVac. Auch für die EU? Wer in Europa will jetzt noch den Impfstoff aus Tübingen? Was wird jetzt aus CureVac? Was meinen unsere Experten? Die Konkurrenz schläft nicht. Das wird jetzt ein Wettrennen um die Zeit, um die Leistungsfähigkeit, um die Anpassungsfähigkeit des Impfstoffes. Und jetzt muss CureVac liefern. Also wenn man es schafft, jetzt den CureVac-Impfstoff so dahingehend zu verbessern, dass er auch eine gute Variantenabdeckung hat und eine höhere Wirksamkeit, dann kann CureVac auch in der Zukunft eine Rolle spielen. CureVac ist auf keinen Fall am Ende, weil die Forschung an Messenger-RNA-Impfstoffen und auch Wirkstoffen im Übrigen hat ja gerade erst begonnen. Lea Leichter hat den CureVac-Impfstoff getestet. Mittlerweile hat sie sich mit BioNTech impfen lassen. Wie groß ist ihre Enttäuschung über das Ergebnis? Also enttäuscht bin ich überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn man bei einer
so einer First-in-Human-Studie mitmacht für irgendeinen Impfstoff, kann man nicht davon ausgehen, dass man dann automatisch davon irgendeinen Vorteil hat, also irgendeinen Immunschutz. Deswegen bin ich jetzt auch überhaupt nicht enttäuscht. Also ich würde es auch sofort wieder machen. Wir haben ja jetzt gesehen, dass Impfstoffe so ein bisschen das Licht am Ende der Tunnel sind, wie es ja von Anfang an schon geheißen hat, und das hat sich jetzt bestätigt. Und auch wenn es jetzt nicht der CureVac-Impfstoff ist, war die ganze Impfstoffentwicklung trotzdem so eine wichtige Sache, dass ich da auf jeden Fall froh bin, dass ich da mitmachen durfte. Die Frage bleibt: Was wird aus CureVac?